und die Figur macht, sondern auch live heute hier beim Aquascaping. Bekannte aus gute Zeiten, schlechte Zeiten, da ist er, Jürgen Schnellfuß. Jetzt brauchen wir den tollen Applaus, genau. Dann würde ich sagen, wir holen doch unseren Weltmeister beim Aquascaping noch mit dazu. Genau, da ist er. Unser Oliver Knott. Ich habe ihn angesprochen, weil ich hatte früher mal Aquarien und fand es so super interessant, einen Weltmeister im Aquarien einrichten anzusprechen, wie man es am besten und am schönsten macht. Und er wusste dann auch Rat. Und mittlerweile habe ich das schönste Aquarium in Berlin. In Berlin, auf der ganzen Welt, in Europa, ich weiß nicht. Wie ein Kuchen backen. Ne? Das ist irgendwie immer dasselbe System. Man muss so ein bisschen gestalterischer einen Willen dabei haben und, oder Spaß daran, was zu gestalten. Und dann funktioniert das eigentlich das Ganze. Ich bin ja nun wirklich kaum zu Hause. Und das ist noch nicht mal übertrieben. Ich mache alle zwei Wochen einmal einen Wasserwechsel und dann ist es gut. Und ich habe so einen Futterautomaten zu Hause für die Fische. Da rieselt das Futter sogar alleine rein. Der kommt jetzt mal erstmal unten rein auf dieses Heizkabel. Normal habe ich immer Pinscher dabei, aber es nur der Anzug, den ich muss hier nicht. Das wäre Arbeit, nachdem das Zeug da drin ist. Diese Aquarien, wo wir dann nachbauen, sind ja Naturlandschaften. Ja? Also wenn ich jetzt rausgehe und sehe ein Gebirge, bauen wir das Gebirge ins Aquarium. Das Leben, wenn ich ein Fisch wäre, dann wäre ich ein Hai. Ich auch. Und zwar der Beste. Hai oder ein Wal? Ja, ein Wal ist aber kein Fisch, habe ich, glaube ich, gelernt. Ach so, ja, ein Säugetier, natürlich. Genau. Gucke, was die alles so machen, die Sportsfreunde. Und deine Freunde, so Kumpels, so, die vielleicht so ein bisschen, oh, Jürgen, sag mal. Das ist so, dass die überhaupt nicht mehr gucken, was man irgendwie für einen Fernseher an der Wand hat oder irgendwie für eine schöne Küche. Die rennen alle zum Aquarium gleich und sagen, zum ey, ist ja geil. Echt? Das ist wirklich ist ja der Wahnsinn. Ein fantastisches Accessoire geworden. Also wir können das jetzt nicht aus zeittechnischen Gründen, können wir da jetzt auch kein Wasser einfüllen, weil sonst müssen wir mit der Autogrammstunde dann heute Abend anfangen. Und deswegen aber machen wir das jetzt einfach mal ein bisschen feucht, dass man ein bisschen, dass die Pflanzen halten und dass man es dann auch sieht, zum Beispiel die Steine sind im Wasser, auch haben die eine andere Farbe wie im Trockenzustand. Die sind mehr grau. Das heißt also, wenn wir jetzt mit der Sache fertig sind, würde man jetzt Wasser einfüllen. Also wir spinnen jetzt mal weiter, Wasser einfüllen. Ja. Man macht erstmal das Wasser rein, dann lässt man das Aquarium eine Woche stehen, dann kommen die Schnecken rein, dann die Garnelen, dass sich einfach eine Biologie entwickelt. Und anschließend, so nach zwei Wochen, drei Wochen, da hat sich diese Biologie so richtig schön entwickelt, dann kommen die Fische. Jetzt kommst du ins Fernsehen, schau mal. Okay, sag mal, wie heißt du denn? Melissa. Melissa, und wie alt bist du? 8. Oh Gott. Ja, was habt ihr denn gelernt heute? Wie man ein Aquarium einrichtet. Also, ja. Was bist du? Emily. Du bist die Emily. Ah, und guckst du mit deiner Schwester auch immer wieder zum Essen? Ja. Manchmal hast du gedacht, ach, ich muss ja eh einen Fressnapf, ja? Und da gucke ich doch heute mal an Jörn vorbei. Ja. Einmal lächeln! Lächeln!